Welcome back to another German Food Review and it's balls time. Königsberger Klopse, so German meatballs with caper sauce and rice. And nuchte carrots and peas. And that's it. Maybe corn. We will check it out in a second. So, 1, 2, 3, 4, 5. And there's the caper. Okay, 5 Klopse balls. And this is from Die Landküche, so it's Aldi. And it's made by Wingert, and they make good stuff. You know, I like the Wingert foods. And yeah, it's for the microwave, of course. Yeah, 3.5 minutes, 800 watts, yeah, roughly. Okay. Calories. 400 gram, 452. Oh, yeah, it's, yeah, okay, it's, yeah, it's high. High amount of salt. Not that much protein, not a lot of fat, but carbs, no sugar, okay. Yeah, what is in here? What's the carrots and peas, yeah, that's it, and rapeseed oil. Karotten und Erbsen, okay, and rice. And that's 36%, okay, yeah. Parsley is also in there. But where's the meat? Yeah, the meat. Okay, it's pork. 16% Schweinefleischbällchen, the pork balls. Yeah, 16%. Let's open it. Price is now 1.99 euro. It used to be 1.89 euro, but now it's 1.99 euro. Yeah, I can't afford it anymore. I'm sorry. Okay, what is this? Foil. What's this? Klopse. Okay, best before that, yeah, 1 year away. Oh, should I poke it or remove it? Oh, I don't have a fork. Yeah, I'm sorry. I break the rules. Let's try this one here. You know, creamy, flavor-wise, a little strange. I hope warm is it better or not. Let's see. I hope it is. Tastes a little like plastic, but yeah, it's cold. So, no rating yet. Guten Appetit, yet I mean. Okay, yeah. See you in a second. So, here it is. And yeah, first test. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. That's good, yeah. They don't lie. And the rice, yeah, it's not as white as on the packaging, but maybe it is more white on the bottom. Aua. One piece of rice. No, multiple pieces. And it's not white. And okay. Come out. And now we need the meatballs and the sauce. And yeah, the sauce looks nice and creamy. So I want everything. Okay, yeah, nothing sticks here. Nice. Go away. Okay, thumbnail. Yeah, let's eat. This time I got a spoon. No, fork. And let's start with the rice. Okay, here's a piece of rice. Here we go. Yeah, a little like rice, watery. Yeah, it's not too soft. That's okay.
nothing special. Here we go. Yeah, let's try this sauce. And a lot of caper stuff in there. Yeah, a lot of actually. Nice, here we go. Okay. Still tastes a little strange. Not strange, not that bad. But I don't know, I expect a different flavor. But it's not that bad. It's just different. Very creamy, that's good. So let's go for rice and sauce. Maybe that works better. Yeah, it's not like plastic anymore. It's, what is it? I'm not sure. Maybe some smoky stuff or so. Is there smoky stuff in it? Let's check that. No, not sure. Don't know. Yeah, it's not that bad. It's just a little different. So let's go to the meat. Yeah, very soft. Very fine. Here we go. Yeah, it's soft. Not the worst ones. There are worse ones for sure. So, but yeah. Taste is fine. Okay, a little more rice. Oh, it's a different flavor. No, it's not bad. It's just different. Super fine shredded meat. Yeah, the sauce dominates here. Not sure what this, what type of flavor it is. What is it? Don't know. But it's not bad. Yeah, certainly not bad. And nice and creamy, very creamy. Okay, 1.3% caper, carpel. Maybe it's the rapeseed oil, I'm not sure. No, it's for the rice stuff. Cream. No idea, yeah, but it's not bad. One more meatball, one full meatball, here we go. Yeah, for €1.99, it's good. No bad aftertaste. Thumbs up for Aldi. But still, I don't know what type of flavor it is. Don't know. But yeah, thumbs up. Thanks for watching. I continue in German. So, es gibt Königsberger Klopse mit in Kapernsoße mit Gemüsereis aus dem Aldi. Die Landküche ist Aldi und Wingert produziert für Aldi. Die machen gutes Zeug, die machen auch Du darfst. Gefällt mir. Besser als andere, finde ich. Mein Geschmack, ja. Jeder hat einen anderen Geschmack. Und das hier kostet jetzt 1,99, nicht mehr 1,89. Das hat ja jahrhundertelang 1,89 gekostet. Jetzt kostet es 1,99. Okay, kann ich nicht mehr bezahlen, kann ich mir nicht mehr leisten. Und es hat 452 Kalorien. Ja, und viel Salz. Und das war's eigentlich. Wenig Fett. Wenig Eiweiß. Ja, ein paar Kohlenhydrate noch. Trotzdem 450 Kalorien. Komisch, oder? Ja, wie auch immer.
Nichts super Schlimmes hier. Das ist hier drin. 36% Reiszubereitung. Karottchen und Erbschen. Rapsöl. Und hier sind die Schweinefleischbällchen. 16% und es ist Schweinefleisch. Ja. Oder auch Königsberger Klopse genannt. Sahne. Und ich suche immer noch, hat ihr einen Geschmack, komme ich gleich zu. Ja, macht ihr in der Mikrowelle, habe ich 3,5 Minuten 800 Watt gemacht. Und ja, ich habe die Regeln gebrochen, ich habe das nicht eingestochen, sondern abgemacht. Vielleicht schmeckt es deshalb so komisch, nein, schmeckt es nicht. Es hat auch kalt schon so, zuerst hat es komisch geschmeckt, aber ich weiß nicht. Irgendwie gewöhnt man sich dann ran oder so, aber es ist irgendwie anders. Ja, gucken wir uns erstmal hier an. Da ist der Reis, da sind die Erbsen. Und der Reis ist nicht so schön weiß wie auf der Verpackung. Aber was stimmte, sind hier die 5 Bällchen. 5 sind abgebildet, 5 sind drin. So muss das sein. Sehr schön. So, wenn wir mal mit dem Reis anfangen. Here we go. Mhm. Ja, schmeckt halt wie Reis. Ist eigentlich schön fest, ist nicht sehr weich. Und ist ein bisschen wässrig so, aber jetzt nicht zu stark. Geht schon. Ja, die bei dem Gemüse hier bin ich mir nicht sicher. Dann, wenn wir mal die Soße hier kosten, die ist schön dick, kann man sogar mit Gabel essen, sehr schön. Und die hat einen ganz komischen Geschmack an sich. Den kenne ich irgendwo her, aber ich weiß nicht genau, was es ist. Kennt ihr dieses Produkt hier? Esst ihr das? Und wisst ihr, was das für ein Soßengeschmack ist? Es ist auf jeden Fall nicht Kapern. Es schmeckt auch nach Kapern, aber das ist nicht der Hauptgeschmack. Ich will wissen, was das ist. Ich weiß es nicht. Ich komme nicht drauf. Liegt mir auf der Zunge so ähnlich, aber ich komme nicht drauf. Here we go. Nochmal. Keine Ahnung. Aber es ist nicht so schlecht und kalt hat schlechter geschmeckt. Ja. Ich weiß es nicht. Ich überlege immer noch. Vielleicht kommen wir gleich zu essen. Erstmal ein bisschen Reis mit Soße. So. Mischen hier. So, Mund auf und rein. Ist das Raucharoma oder so? Ich weiß nicht, aber es schmeckt einfach nur nach Soße. Aber man kann sich irgendwie daran gewöhnen. Ist nicht so schlecht und die ist super cremig. Das haben sie sehr gut hinbekommen. Ja, schmeichelt den Gaumen. Ja, für 1,90 ist das schon okay hier. Kommen wir nur zum Fleisch. Und das ist wie immer sehr weich. Und das hier ist nicht das Schlimmste, was es so gibt. Hier gibt es auch noch weichere Kollegen. Aber ja, das ist trotzdem noch weit von gut entfernt. Das ist sehr weich. Here we go. Ja, und schmeckt auch nur nach Soße und salzig. Die Soße überdeckt alles. Woher kenne ich das? Von Burger King irgendwas? Und woher kenne ich die Soße? Ich weiß nicht. Komme ich nicht drauf. Wenn ihr es wisst, sagt mir unbedingt Bescheid. Ich will es wissen. Ja, kann man schon essen. Da gibt es viel schlechtere ja, Fertigessen. Sagen wir mal Fertigessen. Einen ganzen Ball. Schmeckt nur nach Soße, aber es gefällt mir immer besser nach einer Weile. Ja, man muss ein Essen immer richtig aufessen, denn manchmal entwickelt sich noch etwas, manchmal auch nicht, manchmal ist es gleich am Anfang schlecht. Aber hier zum Beispiel dachte ich erst, die Soße ist schlecht, aber am Ende muss ich doch sagen, geht schon so. Gewöhnt man sich dran, ist wie mit Mate so. Nicht ganz so schlimm, aber so ähnlich. Ja, könnte ich noch eine Portion von essen? Schmeckt mir auch wie. Here we go. Ich würde trotzdem gerne wissen, was das für ein Geschmack ist. Und das steht hier auch nicht drauf. Ich weiß auch nicht. Rapsöl? Schmeckt Rapsöl so? Nee. Vielleicht ist es einfach nur eine Gewürzmischung. Oh, ich habe keine Ahnung. Aber sehr cremig. Fühlt sich gut an. Ja, hat auf jeden Fall einen Daumen nach oben verdient. Für 1,90. Die Landküche aus dem Aldi. Einfach, deftig
Gut. Ja, könnte man sagen, passt hier zu dem Gericht. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.